Hallo, ich bin gerade irgendeine Bitch von MTV und jetzt gucken wir in die Celebrity-Wohnung von Schmanders. Hallo, das MTV-Team. Wieso seid ihr hier? Okay. Wir wollen deine Wohnung begutachten. Jetzt schauen wir in die luxuriöse Wohnung von Schmanders. I'm Schmanders and that's my crib. yeah. Das ist das Zimmer von meinem Bruder. Christian! Es ist hier! Entfernt euch! Ja, man hat sehr viel gesehen. Okay. Das ist mein wundervolles Reich. Es ist unaufgeräumt und man sieht hier den Vorhang vor dem Bett stehen. Sag uns doch etwas zu deinem Wohnverhalten, zu deinen Möbeln und zu deinen elektronischen Elektroniksachen. Ja, Moment, also das ist diese Playstation. Sie ist eine Playstation, Hightech-Getriebe und HD-Empfangnis und HDMI und so. Das ist mein liebster Schatz, mein Fernseher, der an der Wand hängt, ja, so voll Celebrity-mäßig. Das ist meine Lampe, die hat nur 10 Euro gekostet, ist richtig teuer. Siehe mein Spiegel. Zeigen Sie uns weiter die Wohnung. Ja, das ist hier mein Lüfter. Lüfter. Meine Schulsachen sehr aufgeräumt. Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch, dazu gesagt. Ja, das ist das wundervolle Reich von meinen Eltern und meinem Bruder Janis. Bett. Bett. Windeln. Windeln? Dürfen wir dann einmal einen Schau verschwenden? Oh, hier. Hier ist der Kleiderschrank, also er hat mehr Sachen als ich. Ehrlich? Ja. Aber du bist ein Celebrity und er ist nur ein Baby. Für das Baby muss immer gesorgt sein. Darfst Ihr seid du? Immer noch hier. Darfst du? Ja. Glück nicht. Ja, ich hab grad gefragt. Bitch. Man kommt in mein wundervolles Reich, das Wohnzimmer. Das ist mein zweites Baby. Auch gerade am Empfängnis von Jamjung. Okay, also dein erstes Baby ist der erste Fernseher und dein zweites Baby ist dein anderer Fernseher. Aber ein drittes Baby hast du nicht, sagst du. Obwohl du eigentlich ein wirkliches Baby hast. Tja, ist das nicht der etwa Baby? Nicht mehr wert als ein Jamjung-Fernseher? Was sehen wir denn hier? Eine Party-Ecke? Ja, für den kleinen Jungen, ne? Für den Ben. Wie man sieht. Das ist meine Pflanzenecke. Sie ist sehr, wie soll ich sagen, pflanzig. Meine Couch war sehr billig. 380 Euro oder so. Okay, nächste Küche. Hier koche ich nicht. Machen wir mal einen Luftballon. Nee. Okay. Was das zeigt. Von wem ist denn der Mantel? Warten, hab Durst, muss mich vorbereiten fürs Trinken. Was macht ihr da? Ja, also von daher. Weiter im Programm MTV Cribs. Ja, Chrissy. Ist das ihre Spielecke? In dem sie viele erotische Stunden verbringt. Oh mein Gott, Skandal! Ja, also das war's mit MTV Cribs! Kommt jetzt, geht das raus hier, aber wie gesagt. Ich hab gesagt, geht das raus hier. Siehe mein Spiegel. Wie immer. Sorry, aber das wollte ich schon immer mal als Moderator tun. Okay, kann ich verstehen. Ja, ist schon wieder vergessen.
Das schneiden wir doch richtig heraus, oder? Nein. Sieht aus wie eine Binde. Von Ramjong. Schnäppchen. Also eine Lampe von 10 Euro ist echt teuer, ja. Das Bett, hier steht mein Bart. Was sollte das? Wolltest du mal machen? Das Zeug schmeckt so eklig. Wetten, ich kann's? Nein, warte. Scheiße, ich kann's gar nicht mehr. Okay, ich kann's. Das ist doch scheiße. Ich schneide es gleich. Ich nehme mir auch einen, ey. Echt zu blöd hier. Oh Gott, warum sind die so schwer? Alter! Was sind das für Ballons? Siehst du, ich kann's. Wieso musst du mich eigentlich überschlagen? Bist du behindert? Nein, ich bin ein TV-Moderator.